FedChef Paul hat aus meiner Sicht gestern einen zentralen Hinweis, eine zentrale Dimension gegeben, die für die weitere Entwicklung sowohl der Geldpolitik der US-Notenbank selbst als auch für die Märkte absolut entscheidend ist. Denn der FedChef hat gesagt, naja, also wenn sich jetzt die Kreditvergabestandards der Banken weiter verschärfen, dann müssen wir auch die Zinsen nicht mehr so großartig anheben. Und jetzt ist nur die Frage, was will man gerne hören? Die Aktienmärkte sagen, hups, er hat gesagt, man muss dann vielleicht die Zinsen nicht mehr anheben, aber alles hat eben eine Kehrseite, vor allem Medaillen, und die Kehrseite ist, dass Banken eben dann weniger Kredite vergeben, wenn die Fed die Zinsen nicht mehr anheben muss. Und diese Dimension, die dahinter steht, die wollen wir uns mal anschauen. Jedenfalls gibt es jetzt Kritiker, die sagen, also erst habt ihr die Inflation verpennt, dann habt ihr die Zinsen massiv angehoben und jetzt schiebt ihr den Banken die Verantwortung zu, ach, ihr könnt doch die Kreditvergabestandards ein bisschen schärfer gestalten, dann könnt ihr unsere Arbeit machen. Da ist durchaus was dran an dieser Kritik und hier sehen wir mal, was es bedeutet. Wenn die Kreditvergabe zurückgeht, in den USA ist es so, 1% weniger Kreditvergabe führt zu einem Rückgang des BIPs in den USA von 0,1%. In Europa ist es sogar so, oder in der Eurozone, 1% Rückgang sogar 3% des BIPs. Also wir sehen, das macht sich direkt dann in der Wirtschaftsleistung bemerkbar, ganz klar. Weniger Kredite, weniger Geld kommt im Umlauf, weniger Investitionen, weniger Jobs, all diese ganzen Geschichten. Und warum hat Paul das gesagt? Nämlich ja, wenn die Kreditvergabekriterien strenger werden, müssen wir nicht mehr so viel an den Zinsen machen, weil Inflation natürlich wesentlich auch getrieben ist durch das Gleichgewicht oder Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Und weniger Kredite heißt weniger Nachfrage, weil wenn ich kein Geld von der Bank bekomme, kann ich mir dafür auch nichts kaufen oder dieses Geld auch nicht in irgendwas investieren, was ja dann wieder Folgewirtschaftsleistung nach sich zieht. Und das große Problem sind in diesem Kontext, in dieser Bankenkrise, ja vor allem diese regionalen Banken, die mittelgroßen Banken. Hier sehen wir mal die Zuflüsse in die sogenannten Money Market Funds, also in den Geldmarkt, wenn man so will. Das ist proportional gestiegen mit der Anhebung der Zinsen durch die Fed. Und unten sehen wir, dass die Bereitschaft der Banken, Kredite zu vergeben, deutlich zurückgegangen ist. Und das passiert meistens kurz vor einer Rezession, dass diese Kreditvergabe dann drastisch fällt. Warum? Können vor allem diese mittelgroßen Banken keine Kredite mehr vergeben? Nun, sie haben Mittelabflüsse, weil eben das Geld woanders hinfließt. Es fließt in höher verzinste Geschichten wie Staatsanleihen, kurzfristige Staatsanleihen. Dadurch hat man Mittelabflüsse, die man kompensieren muss. Das heißt, man hat weniger zur Verfügung an Liquidität, um es dann auszuleihen. Man hat ein Problem mit dem Eigenkapital. Und hier sehen wir mal den Vergleich, und der ist unglaublich interessant, zwischen den Zuflüssen in diese Geldmarktfonds, also im weitesten Sinne in festverzinsliche Papiere, wenn man so will. Und auf der rechten Seite sehen wir die FHLB Issuance. Das bedeutet, die Zugriffe, die Kreditanfragen, die Hilfsanfragen, wenn man so will, dieser Banken bei einem Lender of Last Resort, also bei einem der letzten, die überhaupt noch bereit sind, neben dem Fed Discount Window überhaupt Geld zu leihen. Das heißt, hier sehen wir, dass die Geldströme sich eben wegbewegen von den Konten bei den Banken hin zu den Geldmarktfonds und auf der anderen Seite dann diese Banken, die unter diesen Abflüssen leiden, gezwungen sind, sich solche Notkredite, die ja teuer verzinst sind, zu reinzuholen, um diese Mittelabflüsse wiederum zu kompensieren. Und hier sehen wir eben diesen Zusammenhang zwischen strengerer Kreditvergabe und dann auf der anderen Seite hier diese dunkel gestrichenen Balken der einer Rezession. Rezession wiederum heißt eben auch für Unternehmen weniger Umsatz, weniger Gewinn, in der Regel auch weniger Marge. Und rechts sehen wir, dass auch eben die Kreditnachfrage zurückgeht, eben weil die Leute natürlich merken oder die Firmen merken, naja, das wird jetzt schwieriger mit Krediten, ich brauche vielleicht gar nicht erst fragen, weil ich kriege sowieso keinen mehr. Und jetzt gucken wir uns mal an einen Vergleich von Ottavio Costa zwischen dem Move Index, das ist die Volatilität an den Anleihemärkten, und den Corporate Credit Spreads, also den, wie soll man sagen, den Risikoprämienaufschlägen zwischen als sicher geltenden Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Und normalerweise ist das ziemlich eng gekoppelt, geht die Volatilität an den Anleihemärkten nach oben, weil eben die Nervosität so groß ist, im Gefolge dieser ganzen Turbulenzen um die Banken.
Dann gehen normalerweise auch die Risikoprämien nach oben für diese Unternehmensanleihen. Das bedeutet, es wird für die Unternehmen teurer und schwieriger, sich zu refinanzieren. Das werden einige nicht können. Deswegen sagt Ottavio Costa, es wird daher Pleiten geben oder verstärkt Pleiten geben. Und in der Klemme sind jetzt eben gerade eben diese mittelgroßen und kleineren Banken. Hier sehen wir mal, wie wenig Puffer die haben, wie wenig sie in der Lage sind, letztendlich diese Mittel ab Flüsse zu kompensieren, und 3/4 aller Gelder liegen inzwischen in den USA bei den großen 4 Banken, nur 10% bei den nächsten 300 größten. Das ist eine massive Konzentration in diesem Bereich, und Konzentration ist das Stichwort, oder Akkumulation, die dann zur Konzentration führt im Bereich dieser Banken, dieser mittelgroßen oder kleineren Banken im Bereich Commercial Real Estate, Gewerbeimmobilien. Mehr als 2/3 aller Kredite stammen von diesen mittel- und kleineren Banken in diesem Sektor. Und dieser Sektor ist massiv unter Druck, weil durch Corona eben sich die Arbeitswelt verändert hat, Gewerbeimmobilien im Wert fallen. Und hier sehen wir mal die Wertentwicklung der Anleihen in diesem Bereich, also Anleihen aus dem Bereich Commercial Real Estate. Die sind im freien Fall. Paul hat gestern gesagt, ach, er sieht da kein Problem. Wahrscheinlich hat er schon eine lange Nase, so wie Pinocchio. Denn es ist ein Riesenproblem, weil jetzt vieles dieser Kredite muss refinanziert werden in nächster Zeit. Und hier sehen wir mal etwa Vino, ein Commercial Real Estate Unternehmen in New York, neues Allzeittief oder beziehungsweise tiefster Stand seit 27 Jahren. Hier sehen wir mal Anleihen aus diesem Commercial Real Estate Bereich, die eine schlechte Rating-Einstufung haben. Die sind absolut im freien Fall, und wir sehen, wie in den letzten Jahren hier die Grafik rechts oben eben die Kreditvergabe dieser kleinen und mittleren Banken nach oben gegangen ist. Das ist unglaublich explodiert in letzter Zeit. Das heißt, die leiden einerseits unter den Mittelabflüssen, weil die Kunden eben schnell Geld abziehen, weil sie sagen, ich kriege woanders mehr Zinsen. Das ist das eine. Und jetzt haben sie noch massive Risiken in den Büchern durch ihre große Exposure, durch ihre große Kreditvergabe in diesem Commercial Real Estate Bereich. Man kann also sagen, sie werden von zwei Seiten in die Zange genommen, während die großen Banken in den USA jeden Tag etwa 700 Millionen Dollar an Zinsen bekommen, weil sie Gelder bei der Fed parken, die eben deutlich gut verzinst sind, während die anderen Banken eben, die das nicht können, die eben gar nicht diese liquiden Mittel haben, um das Ganze zu arrangieren. Und hier sehen wir mal die Chefin der Citibank, die gesagt haben, dieses Mobile Money, das eben vorwiegend über Apps auf dem Smartphone funktioniert, ist ein Game Changer for Bank Runs. Also das geht alles viel schneller. Ich muss nicht mehr zur Bank gehen, um mein Geld abzuheben. Ich tippe auf mein Smartphone oder wische und überweise mal eben auf ein anderes Konto. Und man kann sagen, wie hier ein Twitter-Kommentar, naja, jetzt haben sie im Bankensektor die Smartphones entdeckt, unsere Elite. Das ist natürlich ein sarkastischer Kommentar. Und jetzt gucken wir uns mal an die Reaktion der Märkte, die ja zunächst mal euphorisch waren gestern, vor allem als Paul sagte, ja, wir haben überlegt, die Zinsen gar nicht anzuheben, aber haben dann doch den Konsens gefunden, die Zinsen anzuheben. Wir sehen, dass der Dollar gefallen ist. Heute Aktien wieder steigen, Bonds sind nach oben gegangen, respektive die Renditen nach unten. Paul hat gestern gesagt, nein, wir werden die Zinsen nicht senken, da müsste schon Außerordentliches passieren. Die Märkte sagen, doch, werdet ihr, man geht jetzt von 2 Zinssenkungen aus. Also gibt es eine klare Differenz zwischen den Aussagen der Fed und der Märkte. Das ist das eine. Und es gibt auch eine riesige Differenz zwischen Janet Yellen und Paul. Paul hat ja gestern gesagt, alle Einlagen sind sicher und sind versichert. Während Janet Yellen gestern ja gesagt hat, nö, wir haben jetzt nicht wirklich darüber nachgedacht, so eine allgemeine Garantie für Bankeinlagen zu geben. Und Paul wirklich gestern auch mal eine unglückliche Figur gemacht, als er befragt wurde nach diesen Geschichten um die Silicon Valley Bank, ob da vor allem die Aufsicht, die ja durch die San Francisco Fed passiert unter Mary Daly, versagt hätte. Da ist ihm buchstäblich das Gebiss aus dem Gesicht gefallen. Der war also hier wie in diesen Screenshots zu sehen bei der Frage dieser Journalistin richtig konsterniert. Der wusste gar nicht, was er sagen soll, und hat dann gesagt, ich kann diese Frage nicht beantworten.
nicht gerade super souverän, sonst ist er ja durchaus schlagfertig und witzig, auch der gute Jerome. Jetzt schauen wir uns mal an, was jetzt passiert ist. Die Märkte, die spielen schon Zinssenkungen, vor allem die Aktienmärkte. Aber die EZB, neulich 0,5% die Zinsen angehoben. Heute die Schweizer Nationalbank, 50 Basispunkte angehoben, die Fed gestern 25, die Bank of England heute 25, die australische kürzlich 25 und die norwegische. All das in einem Umfeld einer Bankenkrise. Und das ist natürlich ein hochexplosives Gemisch. Ich habe auf der einen Seite eine Bankenkrise und auf der anderen Seite werden die Zinsen weiter angehoben, die ja letztendlich zu dieser Bankenkrise in den USA geführt haben. Zu europäischen Banken sage ich gleich noch was. Und wenn wir das Ganze mal jetzt in Sachen Rezession, was ich vorhin gezeigt habe, nämlich geringere Kreditvergabe, wird Wirtschaftstätigkeit einschränken, dann kann man sagen, wie Lance Roberts, dass das Ganze letztendlich überhaupt nicht eingepreist ist in den Aktienmärkten. Das ist der Grund meiner Skepsis, dass die Bewertungen zu hoch sind, weil man nur eine Seite der Medaille sieht, nämlich wow, vielleicht steigen die Zinsen nicht mehr, sondern fallen sogar. Ist doch toll und die Märkte sind ja konditioniert wie pavlovsche Hunde durch die jahrelange Nullzinspolitik und verkennen aus meiner Sicht mit dieser Fixierung, wow, die Zinsen könnten vielleicht sinken. Dass eben die Kehrseite der Medaille ist, weniger Kreditvergabe heißt Rezession. Und dann stellt sich die Frage der Bewertung, die ja durchaus sportlich ist. Jetzt noch ein bisschen Bärenpornografie für die Long-Only-Fraktion. Die ärgern sich dann immer. Siehst du, es ist doch heute wieder gestiegen. Fugmann, was redest du denn da? Naja, ich rede ja schon manchmal auch ein bisschen übergeordnet über die größeren Zusammenhänge. Sei es drum, hier gibt es einen Indikator Bear Market Probability Model. Höchster Stand seit 1990, so Game of Trades und heute Aussagen von Goldman Sachs, dass US-Haushalte in diesem Jahr wohl 750 Milliarden Dollar an Aktien verkaufen dürften. Einfach, weil sie es müssen, weil sie eben weniger Ersparnisse haben, weil es eben jetzt wieder Alternativen zu Aktien gibt. Nun gibt es ja andere Faktoren, die positiv für Aktien sind, die Buybacks der Unternehmen und so weiter und so fort. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Tina doch ein bisschen tot ist. Also dieses Denken, there is no alternative. Und tot ist nicht der Finanzplatz Schweiz, aber zumindest ziemlich angeschlagen. Hier heute David Tepper, der sagt, also mal eben am Wochenende ein Notstandsgesetz zu erlassen und damit praktisch Aktionäre zu entmündigen, das sieht man eigentlich eher in Bananenrepubliken als in der Schweiz. Heute hat die Finanzaufsicht der Schweiz dann nochmal gerechtfertigt, warum auch diese AT1-Anleihen, also diese nachhaltigen Anleihen, jetzt im Prinzip wertlos sind und für die Nachbarregion sozusagen, den geldpolitischen Nachbarraum, nämlich die Eurozone, stellt sich jetzt die Frage, naja, wie geht es denn jetzt hier mit der Zinspolitik weiter? Die EZB hat sich ja getraut, nochmal die Zinsen 0,5% anzuheben. Jetzt haben die Hawks, die hawkischen Mitglieder, offenkundig Probleme zu vermitteln, dass man die Zinsen weiter anheben muss. Aber wir sehen wahrscheinlich jetzt den Beginn einer Lohnpreisspirale, die sich gewaschen hat. Hier in Deutschland ja am Montag bundesweit Streiks. Es fahren keine Züge mehr. Es könnten Autobahnen blockiert werden. Das öffentliche Leben, Verkehrsleben zumindest, dürfte ziemlich stillstehen. Das wird ganz, ganz heftig und dann eben diese Zweitrundeneffekte auslösen, denn die Arbeitgeber werden das nicht lange durchhalten können, wenn ihre Arbeitnehmer nicht mehr zur Arbeit kommen. Und die strengeren Kreditvergaben, die sorgen natürlich auch hierzulande für Probleme. Die Krisenfälle häufen sich, wie die Wirtschaftswoche hier zeigt. Hier solche Beratungsunternehmen, die stellen ganze Horden von Sanierungsjuristen ein, um Restrukturierungen hier zu versuchen, also Roland Berger und Co. Und Kreditkosten oder hohe Zinsen ist eben auch das Thema. Da sind eben jetzt auch gerade in Sachen Immobilien die Kreditkosten massiv gestiegen. Und die deutschen Banken sind da besonders exponiert, wie wir hier sehen. Und interessant auch, dass die deutschen Banken eigentlich hier am stärksten ins Risiko gegangen sind. Man sagt ja immer, oh, die Deutschen sind so super konservativ, die deutschen Banken. Aber die deutschen Banken haben bis zu 80% des Gebäudewerts finanziert. Also die
Käufer brauchten dann 20% nur Eigenkapital, während im Durchschnitt an den europäischen Märkten es nur 60% gewesen sind. So, nochmal zum Thema Banken, meine Damen und Herren. Jetzt ein bisschen Kulturhistorie. Sie werden gleich erkennen, warum. Nämlich Kurt Tucholsky, den viele vielleicht von Ihnen kennen, mit einem genialen Gedicht. Wenn die Börsenkurse fallen, regt sich Kummer fast bei allen, aber manche blühen auf. Ihr Rezept heißt Leerverkauf. Keck verhökern diese Knaben Dinge, die sie gar nicht haben. Treten selbst den Absturz los, den sie brauchen, echt famos. Leichter noch bei solchen Taten tun sie sich mit Derivaten. Wenn Papier den Wert frisiert, wird die Wirkung potenziert. Wenn in Folge Banken krachen, haben Sparer nichts zu lachen und die Hypothek aufs Haus heißt, Bewohner müssen raus. Trifft's hingegen große Banken, kommt die ganze Welt ins Wanken. Auch die Spekulantenbrut zittert jetzt um Hab und Gut. Soll man nun das System gefährden? Da muss eingeschritten werden. Der Gewinn, der bleibt privat. Die Verluste kauft der Staat. Dazu braucht der Staat Kredite. Und das bringt erneute Profite. Hat man doch in jenem Land die Regierung jetzt in der Hand. Für die Zeche dieser Frechen hat der kleine Mann zu blechen. Und das ist das Feine ja nicht nur in Amerika. Und wenn Kurse wieder steigen, fängt von vorne an der Reigen. Ist halt Umverteilung pur. In eine Richtung nur, aber sollten sich die Massen das mal nimmer bieten lassen, ist der Ausweg längst bedacht, dann wird bisschen Krieg gemacht. Ein wunderbares Gedicht, wie ich finde, von Kurt Tucholsky über Leerverkäufer, die aus meiner Sicht Sinn machen. Da gibt es schwarze Schafe, keine Frage, aber es gibt auch viele, die Missstände aufdecken. Wirecard wäre sonst wahrscheinlich nicht aufgeflogen etc. Und heute ein wichtiger Player in diesem Bereich, Hindenburg Research, Block-Aktie stürzte massiv ab. Das ist ein richtiger Krimi, der da passiert. Das möchte ich Ihnen als erste Artikelempfehlung mal hier anempfehlen. Und die zweite Artikelempfehlung, meine Damen und Herren, ist die Credit Suisse. Der Untergang, so liefen die letzten dramatischen Stunden. Das ist eine Chronologie, die kaum dramatischer sein könnte. Kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen. Das ist Wirtschaftskrimi pur. Also diese beiden Artikel und ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.